Das Josef-König-Gymnasium hatte zum Tag der offenen Tür eingeladen und zahlreiche Eltern mit ihren Kindern nutzten die Gelegenheit, die Schule kennenzulernen. In etlichen Klassenräumen wurde Unterricht, unter anderem in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik, demonstriert. Ja, wir laden die Zukunft, also die jetzigen Viertklässler der Grundschulen ein, hier unsere Schule kennenzulernen, um ja dann zu überlegen, ob sie sich für unsere Schule hier entscheiden möchten und in der ersten Märzwoche sich hier für das neue Schuljahr für die Klasse 5 anmelden möchten. Zu Beginn des Tages wurden alle Besucher durch Chorgesang und Akrobatik in der Aula begrüßt. Mittels eines Programmheftes konnten sich die Besucher über die zahlreichen Unterrichtsangebote und Aktionen informieren. Besonderer Anlaufpunkt waren die Fachräume Chemie, Biologie und Physik. Hier wurden verschiedene Experimente präsentiert und erklärt. Der Tag heute ist besonders für die Kinder ausgerichtet. Die Kinder können sich Unterricht angucken in 5. und 6. Klassen. Sie können aber auch in den Naturwissenschaften an Mitmachaktionen teilnehmen. Sie können kreative Arbeiten ansehen, aber auch selbst kreativ tätig werden. Sie können in der Sporthalle an Sportaktionen teilnehmen, dass sie also einen guten Überblick und Einblick hier in unsere Schule und auch in der Schulleben, das über den Unterricht hinausgeht. Ja, also wir haben erstmal heute hier verschiedene Stationen aufgebaut zu verschiedenen Themen aus der Physik. Also das ist Mechanik, das ist Elektrizitätslehre, Magnetismus, Optik. Ne? Und die Schüler können an den verschiedenen, oder die angehenden Schüler bei unserer Schule können an den verschiedenen Stationen dann mal reinriechen in diese Gebiete und so erste Experimente mal durchführen. Ne? Hier ist jetzt zum Beispiel was aus der Mechanik aufgebaut, das ist so Thema Rollen und Flaschenzüge. Maja Kuhlmann und Anna Borkenfeld präsentierten ein Experiment mit Natronlauge und Salzsäure. Und dann mit der Pipette ein bisschen Salzsäure hinzufügen, um halt eine neutrale Farbe halt herzustellen. Zum Ende des Tages der offenen Tür präsentierten die Chor AG und die Akrobatikgruppe noch einmal Kostproben aus ihrem Können. Das Josef-König-Gymnasium geht davon aus, dass auch im kommenden Schuljahr wieder ähnlich viele Anmeldungen bei der Schule eingehen wie im letzten Jahr.